Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Coil Consult Coil Talk Podcast. Mein Name ist Robert Jungnischke und in der heutigen Folge geht es einmal mehr um das Thema Teichbeheizung und hier nochmal um den Vergleich zwischen einer Wärmepumpe und einer Gastherme. Die folgenden Daten habe ich nicht selber gerechnet, sondern das ist von Björn, einem Leser oder Zuschauer meines Videoblogs, der lange bei Fiesmann gearbeitet hat, glaube ich, und der hat netterweise mal diesen Vergleich gerechnet. Und ich muss hier mal ein bisschen ablesen, deswegen nicht wundern, dass ich dauernd runter gucke. Also fangen wir mal an. Ein Kubikmeter Gas hat eine Heizleistung von 10 Kilowatt und kostet ca. 50 Cent. Ein Kilowatt Strom kostet derzeit ungefähr 25 Cent. Wenn wir jetzt eine Wärmepumpe nehmen, die 2 Kilowatt Anschlussleistung hat, dann kann die bei einem COP von 5, das ist diese sogenannte Arbeitszahl, das bedeutet das Verhältnis von reingesteckter elektrischer Energie zu rauskommender Heizenergie, eben auch 10 kW Heizleistung erzeugen, die dann eben 50 Cent kosten. So, und diese 10 kW erzeugt ein Brennwert-Therme mit einem Kubikmeter Gas gleich 50 Cent. So, und das bedeutet, der Brennwertkessel hat im Vergleich zur Wärmepumpe eine permanente Arbeitszahl von 5, also COP von 5. Und wer sich schon ein bisschen mit Wärmepumpen befasst hat, der weiß, dass der COP, also der COP der Wärmepumpe eben extremst abhängig ist von der Umgebungstemperatur und unter 10 Grad extrem schlecht wird. Eigentlich ist er optimal bei 25 Grad. Meistens geben also seriöse Wärmepumpenhersteller geben 2 COPs an, einen dann bei 17 Grad, glaube ich, und einen bei 25 Grad, weil die meisten Wärmepumpen werden ja für Schwimmbäder gebaut und verkauft. Und da ist es halt im Wesentlichen interessant für den Sommer. Und das ist eben auch genau der Punkt. Meistens wird die Wärmepumpe eben im Sommer eingesetzt, um einen Swimmingpool zu temperieren. Wir haben sie und nutzen sie für den Keuteich, weil ich finde es nach wie vor eine der Alternativen, um den Keuteich zu beheizen. Aber man muss halt immer berücksichtigen, dass die Arbeitszahl dieser COP eben bei einer Wärmepumpe extrem schwankt. Haben wir einen tollen Sommer, dann kann ich über den Sommer wunderbar mit einer Wärmepumpe heizen. Haben wir einen schlechten Sommer, dann geht es in Richtung Stromlast und dann wird es natürlich extrem teuer. Allerdings im Herbst und im Frühjahr, dann, wenn es eben noch viel kalt ist, nämlich die meiste Zeit der 24 Stunden, dann hat die Wärmepumpe eben eine schlechte Arbeitszahl, bedeutet, ich heize extrem viel mit Strom. Und deshalb nochmal die Info von Björn. Die Brennwerttherme hat immer ein COP von 5, egal ob es draußen minus 15 Grad ist oder plus 30 Grad. Und wenn wir jetzt weiter diese Klimaerwärmung haben, wie wir das die letzten Jahre hatten, ist es sicherlich nicht so dramatisch, weil dann gibt es keine kalten Winter mehr und dann haben wir relativ früh Sommer und relativ lange den Sommer. Wenn es so ist wie dieses Jahr, wo wir so eher wechselhaftes Wetter haben, dann ist sicherlich eine Gastherme verglichen mit einer Wärmepumpe die bessere Alternative. Ich habe es in einem anderen Video schon erzählt. Ich habe mir seit dem, glaube ich, 5. Mai die Gastherme bei mir laufen. Ich schreibe mir jeden Tag die Verbrauchswerte mit, schreibe mir auch die Temperaturen mit und freue mich schon aufs Ende des Jahres, weil ich dann eine schöne Auswertung machen kann, was tatsächlich mich das Heizen gekostet hat, bei welchen Temperaturen das stattgefunden hat und welche Teichwassertemperatur ich dann damit fahren konnte. Weil das sind so die Werte, die fehlen so ein bisschen momentan, weil keiner das bisher gemacht hat. Und wenn ich heute eine Heizung für einen Teich anschaffen muss, ist eigentlich das größte Problem, dass ich gar nicht weiß, auf welcher Berechnungsgrundlage soll ich denn jetzt die Sachen auswählen. Und das ist halt ein bisschen unbefriedigend. Und zum Ende des Jahres habe ich dann ein paar spannende Werte, die ich natürlich auch in einem meiner Videos dann vorstellen werde. Ja, das war es eigentlich schon zu dem Thema. Und für alle, die jetzt wieder rummeckern, dass ich ja jetzt gegen Wärmepumpen reden würde, sage ich es nochmal ganz deutlich. Eine Wärmepumpe ist eine schöne Alternative. Ich habe zur Gastherme gewechselt. Das hatte diverse Gründe. Und jetzt geht es einfach mal zu gucken, was kostet es mit einer Gastherme. Und ich denke, das eine ist genauso eine Alternative wie das andere. Und es ist in jedem Fall beides die bessere Alternative, als den Teich nicht zu heizen, weil nur so kann ich halt eine vernünftige Wärme im Teich halten,
die dann auch eben vernünftige Lebensbedingungen für unsere Koi bedeuten. Und das ist ja das, worum es hier eigentlich geht. So, ich hoffe, das ist jetzt wieder mal so ein bisschen rübergekommen. Ja, dann danke ich dir, dass du dabei warst. Und wenn du weitere Fragen hast, dann melde dich bitte bei mir. Vielleicht auch das mal an dieser Stelle. Ich habe zwar Kommentare unter meinen Videos freigegeben auf YouTube, aber die Kommentare sind nicht dazu da, mir Fragen zu stellen, sondern die sind möglicherweise dazu da, um irgendeine Meinung über ein Video zu sagen, wenn es denn sein soll. Aber wenn einer eine Frage an mich hat, dann möge er mir bitte entweder ein E-Mail schicken an info@koi-consult.de. Er kann mich gerne anrufen unter 022 36 322 8891 oder mir eine WhatsApp schicken an 0160 973 739 74. Ja, danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal, dein Robert Jungnischke.